bin froh, dass sich die Situation an der Grenze zu Polen deutlich vereinfacht hat. Das war ja in den letzten Tagen auch ein Thema, das ich beispielsweise mit dem polnischen Außenminister im Telefonat erörtert habe. Ich bin deshalb froh, weil es die Situation der Menschen, die im Stau gestanden haben, natürlich eine äußerst schwierige war. Auch hier nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die da sehr schnell bereit waren zu unterstützen und zu helfen und Nahrungsmittelversorgung, Wasserversorgung und Toilettenversorgung ermöglicht haben. Aber ich bin auch froh aus einem anderen Grund, weil wir natürlich dringend darauf angewiesen sind, dass jetzt die Logistikketten gut funktionieren und deswegen brauchen wir auch einen funktionierenden Fernverkehr über unsere Grenzen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Maßnahmen, die polnische Seite ergriffen hat, da möchte ich mich auch bei der polnischen Regierung bedanken, genau die richtigen Maßnahmen sind. Gestern haben wir den Grundstein für eine gute wirtschaftliche Zukunft des Landes Brandenburg nach der Krise gelegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dass wir uns von vornherein hinter unsere Betriebe stellen, dass wir uns von vornherein hinter jeden einzelnen Arbeitsplatz stellen, das ist in Brandenburg eine gute Tradition. Wir hatten Situationen, Krisensituationen, Wirtschaftskrisen und anderes mehr. Damit ist in den 90er Jahren ähnlich gemacht. Jetzt ist eine Botschaft vollkommen klar. Wir werden gemeinsam mit allen, die uns da helfen können, besonders auch der Bundesregierung, um jedes einzelne Unternehmen in unserem Land und um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen. Deswegen gestern die erste Entscheidung im Ausschuss für Haushalt und Finanzen. Ich bin auch da den Abgeordneten sehr dankbar, dass sie diese Maßnahmen so schnell mitgetragen haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, eines ist mal klar. Es ist gestern die erste Entscheidung gewesen. Es wird im Wirtschaftsbereich mit Sicherheit nicht die letzte gewesen sein. Wir können jetzt erste Schritte gehen. Wir können damit Unternehmen in den nächsten Tagen und Wochen stabilisieren. Und wir können ihnen vor allen Dingen zeigen, wir stehen hinter euch, wir sind für euch da, in guten, aber auch in jetzt in schlechten Zeiten und versuchen euch zu unterstützen.